Messen in König Laurin schon davor gekannt? Ich hörte davon. Und Rosengarten, das ist ein Gebirgsmassiv, wo man klettern kann. Ich bin auch Bergsteiger und so, insofern kannte ich es. Aber so dezidiert kannte ich das, die Sage nicht. Der Matthias hat sie sehr klug umgeschrieben, weil in der eigentlichen Sage geht es um den Zwerg. Der sozusagen verbannt wird. Aber hier geht es im Grunde genommen, ist auch noch der Zwerg, der verbannt ist, aber es geht um die Geschichte von Theo, dem Sohn des König Dietrich, den ich gespielt habe. Und dass der wachsen soll und soll groß und stark werden wie sein Vater, aber er ist fein, er ist kleiner, er ist aber hochintelligent und sehr sensibel. Und das ist eine Geschichte, wie sie immer passiert. Eltern haben Vorstellungen, wie die Kinder sein sollten, aber die Kinder sind einfach anders und man sollte sie dafür lieben, wie sie sind. Und das ist vielleicht die Geschichte des Films. Am Schluss gibt es ein Happy End, natürlich. Und was ist für Sie das Besondere am Kinderfilm, also gerade im Film mit Kindern und aber auch für Kinder? Also Besondere am Kinderfilm ist, soll das normalerweise Kinder mitspielen. Ja? Und ich arbeite gerne mit Kindern, habe schon sehr viele Produktionen gemacht, nicht nur mit Kindern, sondern auch viele für Kinder. Und jetzt gerade mache ich auch ein großes Theater-Rock'n'Roll-Spektakel, das heißt Tabaluga, und das ist auch so eine Familienunterhaltung. Ich mag Familienunterhaltung, wo man sich als Erwachsener genauso amüsiert wie mit den Kindern zusammen. Schweinchen Babe zum Beispiel oder Dschungelbuch, das kann ich mir heute genauso noch angucken wie zusammen mit Kindern. Und das ist etwas, was ich als Familienvater mit 3 Kindern sehr mag. Deswegen kommen anscheinend auch diese Arbeiten auf mich zu. Haben Sie zum Abschluss noch so vielleicht einen Tipp für Leute, die jetzt, also junge Leute, die jetzt im Film einsteigen? Man muss, wie ein Boxer ist es, man wird einstecken müssen, man wird auch mal zu Boden gehen, aber wichtig ist, wenn man es wirklich machen will, findet man seinen Weg, man braucht eine Vision und es gibt keine Tipps. Wenn man wirklich das Herz dafür hat, dann findet man einen Weg und dann muss man dranbleiben. Und das ist sehr schwer. Man kann mal 1-2 Jahre Erfolg haben und dann ist man weg vom Fenster. Das ist es. Die Talent haben, werden sich durchsetzen. Und das, so einfach ist das. Und da gibt es keine Tipps, da musst du auf die Schule und die Schule. Ich war nie auf einer Schauspielschule, aber ich wusste, dass ich Schauspieler werden will. Vielen Dank.